Das Nervige ist, ich weiß halt auch nicht, wie viele wir da so schön haben. Du da oben gehst mir so derbst auf den Keks. Muss doch langsam mal Schrott sein. Na bitte. Das Ding ist kaputt. Okay. Schönes Ding. Ich sehe sonst da noch einen. Wird frei ist gegeben, okay. So, da haben wir dich. Du bist auch nicht mehr allzu viel. Von wo ist die Frage? Wo? Da hinten oder was? Ja, die Frage ist wo? Wo ist der scheiß Scharfschütze? Da drüben. Na los, ihr Scharfschütze! Oh. Schon besser. Kaputt geschmissen. Puff. Viel Spaß. Und irgendwo da oben. Irgendwo da soll auch noch einer sein.
Oh, shit. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja. Na komm. Ich bin drin. Hellmann, er muss hier irgendwo sein. Ja, sofort. Wenn ich schon hier bin, nehme ich gleich hier einige Komponenten hier mit. Ich sehe Autos, Nomaden. Natürlich. So, das müsste der letzte gewesen sein. Wo willst du denn schießen? Wen schießt du da? Olle. Also mal ganz... Oh. Irgendwo irgendwelche ist auf jeden Fall Dings. Nee. 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 So. So, das nehmen wir mit. Das dann nehmen wir mit. Ich schätze mal, oben werden die irgendwo sein. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie ihn hier unten irgendwo verstecken. Wenn, dann würde ich eher damit tippen, dass er irgendwo weiter oben ist. Hey, cool. Medipack, Medipack. Türchen, öffne dich. Ping. Kurze Überlastung. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Wenn hier schon Geschütze innerdings sind. Muss man sich mal geben. Geschütze in der Tankstelle. Geschütze in der Tankstelle. Das muss man sich mal geben hier. Verschlossen. Ah. Ich gehe mal davon aus, dass er
der ist, den wir suchen. Dann weiß ich schon mal, dass ich da nicht rein will. Erstmal. Und gehen erstmal nach oben. Dann. Wer schickt dich? Hey, ganz ruhig. Wir müssen reden. Wer? Die Orinobu Arasaka? Willst du mich zurückbringen, oder? Die erbärmliche Ratte kann sich nirgendwo mehr verkriechen. Keine Rettungsringe mehr. Stopf ihm endlich das Maul. Na, nee. Wer ist denn da das unten gewesen? Kein Fan, vermute ich. Er ist auch nicht gerade ein Fan von dir. Der Pisser weiß gar nicht, vor wem er mehr Angst haben soll. Vor dir oder Arasaka? Hm. Nimm's nicht persönlich. Du wolltest doch Takemura informieren, wenn du Hellmann hast. Ja, Sekunde. Ich ruf ihn an. Hallo. Aber denk dran, du hast Hellmann. Das ist ein fettes Ass im Ärmel. Versuch, was damit zu erspielen. Takemura hat mir das Leben gerettet. Schon vergessen? Weil es für ihn von Vorteil war. Reine Eigennützigkeit. Du kümmerst ihn einen Scheiß. Ja, kann gut sein. Takemura, gute Nachrichten. Ich hab Hellmann. Lebend? Was hat er gesagt? Natürlich lebend. War nicht gerade sonderlich gesprächig. Ich bringe ihn ins Sunset Motel. Ich bin unterwegs. Behalt ihn dort, bis ich eintreffe. Verstanden. Bis dann. Ja, bis ich eintreffe. Ist richtig. Ja, dann heben wir ihn mal hoch, den alten Sack hier. Hab. Bring ihn besser irgendwo hin, wo ihr in Ruhe reden könnt. Ja. Oh shit. Ich wollte gerade sagen, irgendwie. Aber wer war denn das andere da? Wer war denn da die andere Person? Glaub, deine neuen Schumbas sind da. Ist er das? Das ist er. Bring ihn raus. Wirf ihn aufs Motorrad. Jo. Nicht bewegen, okay? Die Kavallerie ist da. Mitch hat ein paar Aldecaldos gerufen. Alles sicher. Uns hat niemand auf der Straße gesehen. Aber wir sollten trotzdem verschwinden. Was hast du mit ihm vor? Ich muss ihn ein paar Fragen stellen. Ist eine lange Geschichte. Glaub mir, je weniger ihr wisst, umso besser. Dann erzähl sie mir wann anders. Saul. Hier ist alles erledigt. Alles sicher. Hab gehört. Mitch verdankt ja sein Leben. Wie und Panam. Die beiden haben meinen Arsch zusammengerettet. Ich hoffe, er war es wert. Saul, ich habe versucht, Scorpion zu warnen, aber er... Vielleicht kann ich irgendwie helfen? Ich glaube, du hast genug getan. Ich wollte ihn aufhalten! Na klar, dreh dich einfach um und scheiße auf alles. Darin bist du ja der Beste, nicht wahr? Hör zu, das war wirklich nicht Panams Schuld. Pass auf, du und ich, wir sind keine Freunde. Außerdem hat ja noch nie jemand irgendwen beschuldigt. Ja. Klar. Panam hat mir nur geholfen. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre der AV nicht abgestürzt und Scorpion und seine Leute wären nicht hingefahren. Das ist die Wahrheit, Saul. Ein Aldecaldo ist immer für sich und seine Leute verantwortlich. Die Umstände ändern absolut nichts daran. Vielleicht sollte Panam sich fragen, ob sie noch ein Aldecaldo ist. Scheiße, verdammt. Mach dir keine Sorgen wegen Saul. Der kriegt sich schon wieder ein. Ist mir sowas von egal. Du bist ihm aber nicht egal, Panam. Als er gehört hat, was passiert ist, hat er uns befohlen, euch zu folgen. Er hat sich Sorgen gemacht, dass dir was passiert. Er hat das... Hört zu. Vielleicht versteht ihr euch gerade nicht. Aber du gehörst zur Familie.
Und Saul würde alles für die Familie tun. Ich frag mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre. Hey, das weißt du genau. Komm zurück zu uns. Familienangelegenheiten. Tut mir leid, das eben. Manchmal wird's bei uns ein bisschen überdramatisch. Aber ich klär das schon. Und du pass auf dich auf, okay? Was willst du jetzt machen? Was jetzt? Zurück nach Night City? Ja, ich meine, glaub schon. Ich muss mal ein bisschen nachdenken über alles. Vielleicht solltest du mit Saul reden. Saul, Mitch, sie behandeln dich wie ein Mitglied der Familie. Gib ihnen doch noch eine Chance. So einfach ist das nicht. Ist es in keiner Familie. Sie kommen, ihr habt eine Minute. Hauen wir ab. Ich verzieh mich auch. Pass auf Scorpions Motorrad auf. Ist jetzt deins. Oh, nett. Ich krieg jetzt ein neues Motorrad. Nett. Schade, ich konnte leider nicht mehr gucken, wer das andere war. Ich dachte, der Typ, der unten saß, wäre Dings. Wäre hier Hellmann. Dabei ist das gar nicht. So, erstmal den und den Spaß. Ist hier eigentlich noch was drin? Ja, guck mal. Nein, ich will nicht an den Spiegel. Nein! Ich will doch gar nicht an den Spiegel. Nicht in den Spiegel schauen. Ich will den Kasten haben. So. Jetzt, bevor wir irgendwas anderes machen, kurz Inventar checken. Wir haben ja ein paar Sachen da. Das kann weg. Schrotflinte spiele ich nämlich nicht. Ja, Maschinenpistole ist auch nicht so meins. Bin ich ganz ehrlich. Maschinenpistole, Pistole kann weg. Da habe ich eine bessere Sniper. Da habe ich eine bessere Sniper. Da habe ich eine bessere Sniper. Dafür brauche ich aber auch, ne? 20 Dings. Was ich aktuell leider nicht machen kann, weil ich brauche da 18 davon, um das zu kriegen, um dementsprechend bessere Waffen herzustellen. Was natürlich wieder meh ist. Aber okay. Billig Katana, okay. Packs Mod. Erhöht den Schaden um 3. Schussrate um Dings. Okay. Was habe ich an? 5,91. Hm. 5,63. Kommen wir langsam schon mal in die richtige Richtung. Aber ist auch alles eher aus weniger. Alles eher weniger. So, was haben wir da? 1,84. Okay, dann kann der weg, kann der weg. 2 Meter. Nett. Hiervon. Der kann weg. Das kann weg. Duo 4. Das kann weg. So. Ne, damit wir hier ein bisschen wenigstens was haben. Schon an Glütenmaßen und der Spaß. Mal Crit-Treffer schön und gut, aber ich würde sagen, wir ersetzen das durch Schaden. Achso, warte. Du hast bis 1,19 Meter.